Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Warzone. Wir spielen hier Beutegeld. Falls ihr mir noch nicht folgt, würde ich mich unglaublich freuen. Das kostet euch nichts und hilft mir. Wir steigen hier mal ins erste Spiel ein, Train Station. Das ist unsere Wahl. Zu 90% klicken wir hier runter. Gehen hier im Erdgeschoss rein, holen uns die Kisten, alle vom Erdgeschoss. Munition natürlich auffüllen, Clusterschlag rein. Und sofort raus damit, es könnten welche gelandet sein, auf dem Dach oder hier in der Mitte. Ist besonders am Anfang sehr gefährlich, weil sie von oben durchschauen. Das werden wir dann später sehen, wie das endet, wenn man sich an das mal nicht hält. Hier die ganzen Kisten hier mal aufgemacht, Plastikschläge mitgenommen, soweit es geht. Wir wollen doch den Feinden hier nichts überlassen. Hier ein Luftschlag, den holen wir uns gleich. Wir schmeißen erst einmal hier noch einen Clusterschlag hin, das sieht man auch vom Dach bis nach unten. So, nächsten Luftschlag gleich mitgenommen. So, hier noch eine goldene, wunderbar. Das bringt auch noch einiges an Geld mit. Wir haben die ersten 100.000, wir sind schon auf dem zweiten Platz. Ersten Platz kurzweilig gewesen. Drohne natürlich sofort reinschmeißen, damit wir sehen, ob wir noch Feinde in der Gegend haben. Hier sind sie relativ weit weg. Transportballon. Die Teile mag ich sehr gerne. Nehmen wir gleich mit. Hier unten sind auch immer wieder Kisten. So, nächsten Luftschlag. Rausgehauen. Wir machen unsere Runde fertig. Hier ist meistens ein Shop, hier gehe ich raus. Kisten links und rechts, eine oder zwei noch. Ja, hier sind noch eine Menge Luftschläge, Clusterschläge. Hier mal ein Clusterschlag raus. Der Typ da drüben braucht auch noch Stress. Hier noch eine Kiste gefunden. Wunderbar. Nächsten Luftschlag mitgenommen. Transportballon angefordert. Geld gesichert ist auch schon mal was Gutes. Da drüben stresse ich die Jungs auch nochmal. Und wenn ich hier jetzt fertig bin, gehe ich in den ersten Stock. Holen wir auch nochmal alle Kisten. Das sind dann meist so 15 Kisten, würde ich mal sagen. Erster, also Erdgeschoss und erster Stock sind 15 Kisten. Das ist dann schon mal sehr, sehr gut. Den Platz haben wir mittlerweile. Wir werden ein bisschen schwächer, kommt mir vor. Heißt aber noch nichts in dieser Phase. Wir können das Ruder noch halbwegs reißen. Wir waren auf jeden Fall Top 10 kommen. Das schaffen wir eigentlich fast immer. Wir haben jetzt den zweiten Platz mittlerweile gehabt, ganz kurz. Sehr schön. So, erster Stock ist fast schon fertig. Hier die Kisten noch in der Mitte. Jetzt habe ich keine Angst mehr in der Mitte, weil nicht mehr so viele Feinde hier sind. Jetzt müssen wir weiterziehen. So, Selbstwiederbelebung. Alles klar. Aufklärung in der Nähe. Kein Problem, wir werden gejagt. Stört mich auch nicht. Hier mal aufs Dach geklettert. Schauen, was hier los ist. Gibt es noch irgendwelche Sachen zum Sammeln? Natürlich hier immer wieder Geld. 10.000 sind auch jede Menge. Und rückwärts kontrolliert, ob am Dach wer ist, ob mir einer folgt. Sieht noch im ersten Augenblick gut aus. Das nächste Geld gefunden und da muss einer sein. Und seht ihr schon, zwei Jungs vor mir. Da werde ich nicht viele Chancen haben. Der hat mich schon sehr hart gehittet, Wiederbelebung genommen und Rückzug angetreten. Gegen die zwei, glaube ich, habe ich keine Chance. Bin jetzt hier unten durch.
Guck mal, hier ist eine Kiste noch, einen Auftrag. Aufträge sind wunderbar. Suchaufträge einnehmen. Sachen sind perfekt für diesen Job. Jetzt mal hoch, vielleicht habe ich hier bessere Position. Und die zwei Jungs sind mir nachgekommen. Und hier sind sie auch schon. Den ersten habe ich K.O. Den zweiten auch gleich und bin unterstützt worden von meinen Teamkollegen Antas. Ein Random-Spieler wie alle anderen hier im Spiel auch. Geld sollten wir auf jeden Fall sichern. Hier wird gleich der Hubschrauber mal explodieren. Ich glaube, da sind zwei auf einen Schlag gekommen. Ist uns egal. So, 300.000 schon mal gesichert. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr riskieren. Wir machen die Mission fertig natürlich. Sehr schön. Luftballon 9 erhalten. Kopfgeld machen wir auch gleich. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Mittlerweile ist das Kopfgeldziel am Parkplatz angekommen, am Busparkplatz. Und ich habe es flankiert. Habe mir den Kill geholt. Sichere nochmal das Geld von meinem Teammate. Ist auch noch ein schöner Batzen Geld. Da vorne kommt der nächste schon. Ah, Belzebuch. 25 möchte eine Runde spielen. Habe jetzt keine Zeit, leider. Sorry. So, von rechts bin ich abgeknallt worden. Wir haben hier den zweiten Platz gehabt. Ganz kurz. Und am Ende sind wir auf den dritten Platz gelandet. Ist auch schon was. Jede Menge XP, was wir uns hier gönnen. 17 Vorratskisten, 4 Kills. Sehr schön. Ich zeige euch jetzt gleich die nächste Runde, wieder das gleiche, Train Station unten rein, alles am Kisten holen natürlich, das wiederhole ich immer und immer wieder, hier komme ich in die Mitte, wie gesagt, Mitte ist ganz schlecht, da stirbt man sofort, also passt auf, so, natürlich bei meinen Teammates gespawnt, Nähe Stadion, hol mir gleich ein paar Aufträge, ich muss hier noch was nachholen, Geld habe ich fast keins gesammelt, Train Station. Naja, sichere die Position hier, das gibt mir auch wieder schöne 60.000. Wir haben hier jetzt einen Orbitalsatelliten, der sagt uns auch nochmal schön, wo die Gegner sind, mag ich sehr, sehr gern. So, 60.000 erhalten, wieder wunderbar Waffen-XP. Sehr schön, bin jetzt hier Richtung TV-Station ein bisschen bergauf gegangen. Haben hier einige Fights gehabt gegen andere Teams und hier ist es ganz, ganz spannend geworden. Mir hat das gut gefallen, da hat ein Teammate ein Buggy erwischt, werde gleich sehen, was da passiert. Heftig, hier kommt Buggy, Jack, rein damit, Team ausgelöscht, geile Sache. Ich bin da ein bisschen lost gestanden, aber ist egal, bin nochmal gestorben danach. Ich bin hier in der Stadt, Downtown, Police Station, nahe dem Kanal. Habe mein Geld noch gesichert. Habe hier ein Juggernaut in meiner Nähe. Den will ich natürlich nicht begegnen. Möchte ich ein bisschen ausweichen, aber seine Teammates sind in der Nähe. Oder ähnliche Feinde, die ihm jagen wollen oder was auch immer. Die will ich mir natürlich schnappen. Dann lass den Juggernaut vorbei. Dass er mir nichts tut. So, er zieht schon langsam weiter. Ich ihm nach, seine Teammates noch holen. Hätte einen fast gehabt, aber rechts von mir, ja, leider. Ihr habt das gesehen. War wohl nichts. Komme hier, wäre schon hart gehittet. Will mein Teammate helfen, der da vorne ist. Und hier diesen noch holen. Sehr schön, war hier kurz auf Platz 1. Geld wurde gesichert. Und bin noch auf den zweiten Platz runtergefallen. Knappe Geschichte. So, 500.000, 21 Kisten. Absolut stabil. So, wieder Train Station. Wieder rein. Diesmal weiter in der Mitte von Train Station. Je nachdem, wie das Flugzeug kommt, natürlich muss man sich anpassen. Hier gehe ich auf das Dach von Train Station. Bin da noch eine Runde Farm gewesen. Und hier jetzt noch. Auf der anderen Seite ein Quad ist gekommen, habe ich gesehen. Zwei sind abgestiegen natürlich. Hole ich mir beide sofort. Das gibt super, super Geld. Verstanden. Heli kommt. Die haben einiges dabei gehabt. So, sehr schön. Hier noch oben
Da ist noch einer, den erwische ich nicht, aber hinter mir kommt gleich ein Fallschirm. Ja, Kido 141, meine Waffe der Wahl. Die Jungs ärgern sich. Hier kommt noch einer rauf, den hole ich mir auch noch. Sehr schön, dritter Platz. Hab ein paar Jungs geärgert. So mag ich das. 23 Kisten, 700.000, sehr schön. So, nächste Runde, bin hier wieder auf Transition. Diesmal habe ich durchgefarmt, bin auch schon fertig. Bin jetzt auf dem Dach noch, da kontrolliere ich noch. Gehe hinter Transition runter. Hol mir hier noch einiges. 400.000 nach 10 Minuten, das ist absolut in Ordnung. So, Busstation, ich will mein Geld natürlich sichern. 400.000, fast eine halbe Million reingehauen, ich allein. Das muss so sein, das ist sehr schön. Mache wieder ein paar Aufträge. Hier was einnehmen. Und erster Platz, einer von vielen, wie an diesem Double XP Wochenende. Fast 800.000 mit 32 Kisten und keinen Abschuss. Man braucht keinen Abschuss. So, nächste Runde. Hier bin ich kurz auf den zweiten Platz gestürzt. Das Geld hole ich mir und ersten Platz wieder ergattert. Und geschafft, noch ein erster Platz, den ich aufgenommen habe. 600.000, 21 Kisten, ein Kill. Mehr braucht man nicht. Hier nochmal einen dritten Platz zum Anschauen. Was haben wir hier? 19 Kisten, 600.000, wieder Train Station. Ganz, ganz easy. Ihr seht, Train Station. Das ist ganz, ganz leicht. Wunderbar, hier noch einen fünften Platz. Obwohl ich nicht weiß warum. Naja, ist eh klar. Die Teammates, wir waren zu dritt nur. Ich 700.000, 23 Kisten, 5 Abschüsse und die anderen haben halt nicht so viel Geld gesammelt. Insgesamt ein schönes Wochenende. So, hier habe ich noch einen kleinen Bonus für euch. Ganz was Schönes. Hier spiele ich mit Wes eine Runde. Oh, ist blau. Der ist blau. Da waren jetzt auch mehr Blumen. Oh, den Zügen nicht, den Zügen gar nicht. Den habe ich gar nicht gesehen. Na? Den habe ich gar nicht gesehen, nur den Schirm habe ich gesehen. Ja, die gehen mal wieder so gut. Der hat noch Vollgame gerade. Ich bin ziemlich im Arsch. Was ist denn mit Jana? Sie können beide jetzt. Er ist da, er ist da. Pussis und immer aufs Dach aufgegreift, obwohl die eine dann im Eck hinten drin liegt. Feuererlaubnis ist erteilt. Der ist gefährlich. Sind wir außen umgegangen? Den sind noch nicht. Sind wir außen gegangen, das Dorf? Unterwegs. Ja, ja, ja. Und dann? Aber da, ja. Hey, da ist ein Präzisionsschlag. Ja, mit dem ich werde gejagt. Da war beim Schotter Präzisionsschlag. Das ist so klein. Ich glaube, den haben wir überall ein Cluster, oder? Was? Kein Cluster. War es ein Cluster? Also, irgendwo, dann habe ich ein Cluster liegen lassen. Cool. Ich glaube, beim ersten Drop, wo wir mal gekauft haben, da glaube ich. Ich will jetzt da irgendwo sein, oder? Hochhaus, oder? Ja, die kämpfen sich oben drauf. Ja, aber die können wir jetzt am besten holen dann. Ganz rechts geht ja, da irgendwo einen Schutz haben vielleicht. Und dann haben wir den Wald einschampen. Was muss sein, komm, hau drauf. Ja, die gehen sicher nicht, die gehen wahrscheinlich ein. Ja, na! Fuck! Wie geil bin ich! Hey, das hab ich noch nie geschafft! Geile Sache, Mann! Laser! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Und tschüss!